Weiter geht's mit Salem Witch Trials. Im letzten Part hat uns der Gründer von Salem das Grab von dem Schriftsteller gezeigt. Und jetzt sind wir hier, um uns in der Vergangenheit näher umzuschauen. Was ist das denn? Dies scheint jemand hergestellt zu haben, der in den schwarzen Künsten bewandert ist und Pasel spricht. Das ist deutlich elitärer als die Delta-Verbindungsnadel einer Universität. Ja, schon. Mehr ist hier nicht. Okay. Zoomt den nicht so groß rein. Dieses Hilfsmittel ebenso wie andere in deinem Besitz werden später benötigt. Es ist an dir herauszufinden, wann und wo du die Hilfsmittel in deinem Inventar eingesetzt, wann die eingesetzt werden müssen. Ja, das sehen wir noch. So, nächste Kleeblatt. Da ist noch ein Rabe. Also, wir brauchen noch Streichhölzer und hier ist wieder so ein Fassdeckel. Okay. Zwei Handfeuerwaffen. Nicht gespannt und unbenutzt. Entweder wurde das Opfer überrascht oder hat den Angreifer gekannt, wenn es überhaupt einen Angriff gab. Außerdem Notizbuch, Mantel und Keimfänger. Bestimmt nicht Traumfänger, ne? Nein. Auch so ein merkwürdiges Ding. Oh, jemand hat Blut gehustet. Ihhh. Da fühlte sich wohl jemand bedroht. Ja. Hier ist das Notizbuch. Das Porträt. Dann brauchen wir noch drei Stiefelabdrücke. Hier ist der Mantel. Okay, jetzt läuft es ganz gut. Hier ist noch ein Kleeblatt. 12 haben wir schon. Das ist gar nicht mal so wenig. Den Zuckerwürfel. Noch ein Stiefelabdruck und ein Fisch. Das war ein Stiefelabdruck. Juhu! Und der Fisch, ja, pff, das ist ein Huhn, offensichtlich. Vor allem, wo soll hier ein Fisch liegen? Das könnte hier der Fisch sein. Ja. Wie um alles in der Welt ist ein solch riesiger Fisch hier oben hingelangt? Vor allem, es ist nur ein Skelett. Jetzt brauchen wir noch Trockenfleisch. Es gibt uns grandiosen veganen Beef Jerky. Meine Fresse, ist das Zeug geil. Also wenn ihr mal Bock habt, ne, alles-vegetarisch.de. Grandiose Auswahl und ja, da gibt es auch extrem leckere Sachen dieser Art. So, jetzt habe ich also Trockenfleisch und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Diese Höhle ist unzugänglich. Vielleicht kann ich mich dort umsehen, sobald der Eissturm nachgelassen hat. Okay, dann gehen wir hier hin. Was ist das denn? Hallo, kleiner Freund. Ja. Okay, hier, warte, warte, da, feines Fresschen. Uff. Okay. Aber ist dieser Ort hier nicht cool? Hier sieht es aus, als wäre da ein Gesicht. Hier auch. Das ist der gleiche Baum. Nur leicht gedreht, glaube ich. Guck mich hier noch ein bisschen um, ob hier irgendwo Schmetterlinge, hätte ich fast gesagt, Kleeblätter sind oder so. Weiß nicht mal, wie geil das aussieht. Also, liebe Big Fish-Leute, nehmt euch ein Beispiel daran. Das hier ist viel cooler als eure Spiele. Also zumindest von der Animation her. Das ist schon mal... Ne? Okay, es gibt einen neuen Tagebucheintrag.
Mit diesem Wolf stimmte etwas nicht. Er strahlte etwas Unheimliches aus. Zumindest mochte er Trockenfleisch. Der Wald schien menschenleer zu sein. Doch mir war, als könnte ich den Klang indianischer Trommeln hören. Und sogar ein Cembalo. Dem Pfad folgend stieß ich schließlich auf eine bewohnte Ansiedlung. Am Bahnhof steht ein Zug und es stellte sich heraus, dass es der des Präsidenten ist. Hawthorne war mit Franklin Pierce und einem Politiker befreundet. In diesem Zug erhalte ich sicherlich einige Antworten. Na gut. Gucken wir mal. Und ich habe hier irgendwie... Was ist das denn? Zahnpasta auf meine Handytasche geschmiert. Super. Okay, dann gucken wir mal. Gibt es hier irgendwo... Da ist ein Rabe. Irgendwo ein Kleeblatt. Jawohl. Ja, was gibt's hier? Der Bahnsteig ist leer. Warten hilft nicht weiter. Jawohl nicht. Tja, links oder rechts, mal wieder. Wir gehen in den Zug. Ist noch ein Rabe. Ey, wie viele Hinweise wir schon haben. Dies ist der Zug des Präsidenten. Er wird bald abfahren. Tritt nun beiseite. Ja, ja, ich gehe trotzdem rein. Ja, ja. Kann ich dich irgendwie bestechen? Zucker. Okay, ich kann hier nichts machen. Da. Es gibt in so ziemlich jedem Bild ein Kleeblatt. Huch! Ja. Bad Hand. Du Grünschnabel bist doch der Sache gar nicht gewachsen. Pff, sagst du. Hallo. Achso, ich kann reden. Ich habe indianische Gegenstände in den Wäldern gefunden. Gibt es irgendwelche Feindseligkeiten? Dieses Land war einst Stammesgebiet der Indianer und es gab eine Menge Unruhe deswegen. Plymouth und Salem in New Hampshire... Hampshire sind heilige indianische Städten und in York in Maine kam es beim Hexensabbat zu einem Massaker an einigen Siedlern. Stell mal eine Gefahr für unsere Truppe dar. Aber glaube ich, die Menschen glauben an eine Art mächtigen Beschützer. Mein Beschützer besteht aus Eisen und spuckt heißes Blei. Ja. Dein Akzent. Du stammst aus New England, oder? Und was soll das heißen? Ich sag dir, was das heißt. Nichts. Auf Wiedersehen. Was darf es sein? Erscheint Mr. Hawthorne's Tod merkwürdig. Wie der Arzt bereits sagte, er war den Elementen ausgesetzt. Er hatte ziemlich zarte Hände. Was hat sich Pierce nur dabei gedacht, seinen kränkelnden Freund in diesen unwirtlichen Teil des Landes einzuladen? Was ist das für eine Stadt? Du befindest dich in Plymouth in New Hampshire, der Heimat des ehemaligen Präsidenten Franklin Pierce. Etwas Heißes zu trinken, bitte. Warum herrscht solch eine Unruhe? Irgendein Schriftsteller aus Salem hat den Präsidenten besucht. Sie wurden von einem Eissturm überrascht und wurden getrennt. Und er war zu schwach, um sich davon zu erholen. Er ist verstorben. Oh. Okay. Nicht schön. Zutritt verboten. Niemand darf den Präsidenten stören. Kannst du beweisen, dass du ein Freund bist? Na, guck mal noch. Diese Wehwehchen, die man im hohen Alter so hat. Ich kann mich nur noch auf meinen Gehstock verlassen. Hast du ihn zufällig gesehen? Der hier vielleicht? Viel besser. An diesem Ort ist man besser vorsichtig.
Ich habe lautes Heulen dort draußen gehört. Die Wälder sind schuld. Ich habe immer Silber bei mir, um die Werwölfe zu vertreiben. Hier, nimm diese Silbermünze zu deinem Schutz. Dankeschön. Sie sind sehr nett. Du warst sicherlich Zeuge bei Präsident Pierce Werdegang zu einem Mann des Staates. Werdegang zum Narr, meinst du wohl? Na, zumindest ist er jedoch unser Narr. Doch einige einflussreiche Bürger versuchen noch immer, ihn wegen seiner kurzsichtigen Entscheidungen zu verurteilen, die uns einen Bürgerkrieg beschert haben. Für diese Zeit ist es ziemlich kalt hier. Dieser Schnee ist ganz und gar nicht natürlich. Niemand in dieser Stadt hat bisher im Mai Frostbeulen bekommen. Okay, können wir hier die College-Nadel zeigen? Ja. Ich bin Franklin Pierce. Danke, dass du die Anstecknadel meines Freundes zurückgebracht hast. Kann ich irgendwas für dich tun? Was ist dort draußen geschehen? Entschuldige mein Erscheinungsbild nach all diesen Torturen. Du hast sicherlich von dem tragischen Unfall gehört, den mein Freund in den Wäldern erlitten hat. Ich habe die merkwürdigen Ereignisse in meinem Tagebuch festgehalten. Bist du nicht schon länger mit Hawthorne befreundet? Seit unserer Universitätszeit, 1824, war das denkwürdige Jahr, in dem Nathaniel Henry Wadsworth Longfellow und ich unsere Bodwin College Anstecknadeln erhalten haben. Schwierige Wörter in einem Satz, nicht wahr? Willst du bald abreisen? Ich bleibe hier. Der Zug untersteht Lincoln. Minister Stanton hat angefordert, Nathaniels Leichnam nach Salem zurückzubringen. Merkwürdig. Ich dachte immer, dass dieser Mann jeden hasst, besonders Nathaniel und mich. Okay, jetzt können wir hier rein. Ist hier noch irgendwas? Ein Kleeblatt vielleicht? Somewhere? Dem Teppich vielleicht? Nein. Okay, dann gehen wir rein. So, wo sind wir jetzt gelandet? So. Da hat wohl jemand einen Knopf verloren. Hawthorns Ehefrau, Sophia Peabody. Ganz viel Geld. Huch. Du musst der Assistent des Präsidenten sein. Möchtest du noch etwas über den Tod dieses Mannes wissen? Er starb an den Folgen extremer Kälte und hatte ein degeneratives Hirnleiden. Wies der Körper Blutspuren auf? Er hat drei tiefe Wunden auf seinem Rücken, die wahrscheinlich von dem verhängnisvollen Sturz stammen. Von einem Baum oder einem Felsvorsprung oder gar von einem spitzen Eisstück. Hast du das Blut untersucht? In seinem Blut fanden sich ungewöhnlich hohe Bleiwerte. Die können der Grund für seinen sich verschlechternden mentalen Zustand gewesen sein. Sind seine Verletzungen irgendwie auffällig? Beide Beine und Arme waren gebrochen. In seiner Kehle hatte sich außerdem viel Blut gesammelt. Okay. Eklig. Ich war schon immer ein guter Zuhörer. Ja, ich bin ein besserer Redner. Etwas Scharfes kann man immer gut gebrauchen. Joa. Ja. Muss kurz vor einer wichtigen Entdeckung sein, oder ich hätte mich nicht materialisieren können. Meine Energie zum Materialisieren ist fast erschöpft. Pierce war ein Mann des Militärs. Ist er vertrauenswürdig? Nee, fangen wir hiermit an. Wie ist es zu diesen Verletzungen gekommen? Ich habe meinen Angreifer nicht gesehen. Ohne Vorwarnung fühlte ich die plötzliche Wucht eines Angriffs, Herrgott. Meine Seele schien auf einmal über meinem Körper zu schweben. Warst du jemals in Kontakt mit Blei? Meines Wissens nach nicht, doch meine Beschwerden begannen einige Zeit nach dem Veröffentlichen eines Artikels auf Drängen von Präsident Lincoln und Minister Stanton. Pierce war ein Mann des Militärs, ja. Ich vertraue ihm ohne jede Vorbehalte. Er stand mir bei jeder wichtigen Wendung in meinem Leben bei. Okay. Oh, oh.
Wir sind jetzt nicht unter das Leichentuch geklettert, um Zug fahren zu können. Er hätte tun sollen, was ihm gesagt wurde. Nachricht erhalten. Lass uns aus dieser Stadt verschwinden. Beeil dich. Diese toten Verräter musst du doch nicht mit Samthandschuhen anfassen. Ich bin es allein zu tun, als diene ich Pierce. Okay, es gibt hier eine ganze Menge Verräter. Diese unzugängliche Wache lässt mich nicht ins Hotelzimmer, ins Hinterzimmer, obwohl ich dringend mit Präsident Pierce sprechen muss. Ich weiß schließlich, was genau mit Hawthorne geschehen ist. Wie könnte ich die Wache überzeugen, mich eintreten zu lassen? Jeder Mann scheint eine eigene Theorie zu Hawthorns Tod zu haben. Der Arzt gibt eine offensichtliche Erklärung und meint, es sei in der Kälte zuzuschreiben. Warum bin ich skeptisch? Andere wiederum sehen einen Zusammenhang mit etwas Übernatürlichem in den Wäldern und dem heiligen Boden. Diese wilden Theorien werden durch einen plötzlichen Eissturm im Mai gestützt. Und Hawthorne selbst wurde in dem Wald schwer verletzt, in dem übernatürliche Kräfte herrschen sollen. Was für eine großartige Gelegenheit. Hawthorns Leiche soll in den Zug getragen werden. Das Leichentuch ist leer und ich passe gut hinein. Diese unzugängliche Wache wird mich geradewegs zu den gesuchten Antworten tragen. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier den... Und jetzt, warum ist es hier so dunkel? Wie viel Licht so eine einzelne kleine Lampe bringen kann. Aber ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und es geht weiter beim nächsten Mal. Bis dahin.